Meine Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit entzündlichen Erkrankungen des Nervensystems. Wir arbeiten insbesondere an den Krankheitsmechanismen der multiplen Sklerose und haben jetzt in einer neuen Studie herausgefunden, dass bestimmte Zelltypen, besondere Subtypen von Zellpopulationen im Gehirn von MS-Patienten spezifisch verändert sind. Hierfür haben wir einen ganz neuen Ansatz entwickelt, basierend auf Einzelzell-RNA-Analysen. Sprich, wir untersuchen letztlich den genetischen Code jeder einzelnen Zelle. Darüber hinaus haben wir herausgefunden, dass nicht nur die Nervenzellen, aber auch sogenannte Stützzellen, auch Gliazellen genannt, reaktive Veränderungen zeigen bei der multiplen Sklerose. Das Ganze haben wir dann validiert im Gewebe von MS-Patienten und haben hier Kontrollgewebe verglichen mit Gewebe von Patienten, die an multipler Sklerose verstorben sind. Wir glauben, dass diese Ergebnisse sehr wichtig sind, um besseres Verständnis zu haben der Erkrankung. Und wir glauben, dass uns diese Methode es ermöglicht, neue zelltyp-spezifische Biomarker zu identifizieren und möglicherweise neue Krankheitsaspekte und Zielstrukturen für neuartige Therapien der Zukunft zu finden.